Gnade mit euch, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World Altarion. Und ich sitze hier an der Blaupausenhalle und schaue aufs Meer und gucke, wie die Sonne aufgeht und der Tag beginnt. Und ja, jetzt ist es aber Zeit aufzustehen und langsam wieder an die Arbeit zu gehen. Ich habe mich in eine Bank hingesetzt, hier vor die Halle. Die ist noch nicht viel weiter. Ich bin nämlich echt noch viel am Überlegen, wie das Ganze mal werden soll. Ich zeige euch das mal. Also, so wird wohl die untere Mauer aussehen, der Blaupausenhalle. Was mir noch nicht so ganz gefällt, ist eigentlich das hier. Wenn wir hier jetzt sagen täten, wir nehmen mal hier die ganze Wand weg. Ich habe da vielleicht eine Idee, was Neues zu machen oder was anderes zu machen. So. Und ich würde jetzt hier Lampen reinsetzen. Auf gewisse Höhen. Und dann Scheiben mit bunten Gläsern. So ist der Plan, Freunde. Da gucken wir doch mal. Ach, hier haben wir jetzt wieder eine Werkbank stehen. Ich habe noch mal eine gemacht, weil wir hatten ja ordentlich Aluminium gefunden. Wenn wir jetzt sagen, wir können ja zum Beispiel bei Einrichten, können wir ja Fensterrahmen machen, ne? Ja. Wenn wir die jetzt in der Form machen, da brauchen wir Holz für, ne? Wie viel Holz haben wir denn gerade dabei? Ich mache mal maximal 41. Das, sagen wir mal 40. So, und jetzt nehmen wir meinetwegen eine ganz schlichte Form. Zum Beispiel so ein Schwarz. Ja. So ein Schwarz. Und stellen da mal 40 Fensterrahmen von her. Oh, jetzt haben wir 160 Fensterrahmen. Das würde fürs gesamte Gebäude reichen, ne? Das reicht dann tatsächlich fürs gesamte Gebäude. Verdammt, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Naja. Und die setzen wir jetzt. Machen wir jetzt mal ein bisschen kleiner. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Und vielleicht die volle Länge. Oder nehmen wir schon diese Länge? Nee. Dann nehmen wir die volle Länge, also die volle Höhe. Machen die also 5 Schritt hoch. Aber warte mal, können wir da jetzt mit dem Magnetwerkzeug arbeiten? Ja, das geht. Ich könnte also auch sagen, ich mache die hier so auf die Höhe, ne? Also da so dran setzen. Dann mache ich die noch einen breiter. So, es müsste jetzt ja ziemlich mittig sein. So. Jetzt fliege ich mal kurz hoch. Das ist aber dumm jetzt. Wenn ich den jetzt nämlich hier drauf setze, haben wir hier oben noch so einen Rest. Reste wollen wir aber nicht. Das heißt, ich muss den Rahmen ein bisschen kleiner machen. Jetzt geht das wieder mit der Probiererei los, ne? Aber da müsst ihr jetzt mit durch. Ist ja jetzt mal so ein Standard, den wir hier setzen wollen. So, jetzt sagen wir einfach mal, wir machen den mal ein bisschen kleiner. Wir machen jetzt mal 4 hoch. 4 hoch. 4. Von oben auch 4. Sind es dann hier auch 4? Es sind hier auch 4. Das ist ja geil, das passt ja genau. So könnten wir es machen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Glas, nicht? Und ich befürchte, dafür brauchen wir Eisenplatten. Warte mal. Glas ist bei Bauen. Und ganz unten. Nee. Glas war hier auch irgendwo, ne? War das nicht hier auch irgendwo? Warte mal, Holz, Steinziegel, Marmor, Beton, Asphalt, Putz, Lehm, Fliesen, Leuchtmaterial, Glas, da ist es doch. So, und wenn wir da jetzt so ein welliges, das Glas zum Beispiel mal nehmen, was ja ziemlich abgefahren ist, da brauchen wir Eisenplatten für, okay. Ich mache erstmal so viel, wie ich habe. 5. Machen wir erstmal 3, um zu gucken, wie das aussieht. So, Form auswählen. So, ne? Auf jeden Fall so. Herstellen. Es kostet uns eine Menge Eisen, aber Eisen haben wir momentan auch da. Das sollte nicht so das Problem sein. So, jetzt setzen wir das Glas natürlich hier rein, weil wir es können. Ich sollte vielleicht gleich mal die Fackeln dann hinmachen. Oh, hier mein Säbel. Ist er nicht wunderschön? Der zeronische Säbel. Haha. Da kann kommen, wer will. Und jetzt können wir doch hier sagen, wir setzen hier dann die Wandfackeln hin.
Die würde ich dann eigentlich mit dem Gitter ganz gerne machen. Gitter kleiner. So zum Beispiel. Das sieht doch ziemlich mittig aus, so, ne? Weil so wäre es so hoch, das sieht ziemlich mittig aus. Eine, kurz mal hochfliegen. Zwei. Drei. So, jetzt setzen wir das Glas. Die zünden wir natürlich jetzt auch gleich an. Die Fackeln. Weil das sollen hinterher so leuchtende Säulen werden. Und ich hoffe, das funktioniert so einigermaßen. Ja, leuchten tut schon mal sehr gut. Und wenn ich jetzt hier das Glas reinsetze, das fügt sich ja genau an, dann verstreut das so ein bisschen das Licht. Das heißt, wir haben dann wie so eine Lichtsäule hier. Und die würde ich gerne blau färben. Sehe ich aber gerade, ich habe gar keinen Pinsel dabei. Ich lande mal wieder. Also, es sieht schon ganz cool aus, finde ich. Das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, es gefällt mir ganz gut. Hatte ich die hier irgendwo reingepackt? Hier habe ich die ganzen Steine. Ich habe kleiner Huster, schneide ich hinterher raus. Ich habe übrigens hier den Schacht mal weiter gebuddelt und habe dabei noch ein bisschen Wolfram und noch ein bisschen Alu und sowas gefunden. Oh, da bin ich aber mit Lampe reingerannt. Ich habe hier keine Fackeln aufgestellt, weil es ja eh nur ein einzelner Gang, der hier runterführt. Aber ich hatte irgendwo, hatte ich das Ganze, den ganzen Krust hingepackt. Hier in die Krustkiste vielleicht? Nee. In die Holzkiste auch nicht, ne? Irgendeine Kiste hatte ich das Zeug. Ah, verdammt. Wahrscheinlich, vielleicht hier bei, sogar bei der Baustelle. Mal sehen. Weil da ist auch der Pinsel und alles. Das darf ich nicht verlieren. Da muss ich das alles wieder neu bauen. Oh Gott. Hier in der Kiste? Ah ja, hier habe ich das Zeug reingepackt. Okay. Aber nicht die Farbrolle. Wir können aber auch erstmal einen Pinsel nehmen. Wir können erstmal einen Pinsel nehmen. Das kommt aufs Gleiche raus. Mal gucken, wo ich die Farbrolle wieder hingebaselt habe. Oh Mann, ey. So, passt mal auf. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel hier das Blau und streiche da die Scheibe mit an. Das ist aber nicht doll blau, ne? Das ist so ein bisschen bläulich. Wenn ich dann eine andere Farbe nehme, zum Beispiel Rot. Ja, das. Oh, das funktioniert. Aber es hat nur ein ganz leichter Effekt. Okay. Vielleicht ein helleres Blau. Nee, das wird dann eher. Wahrscheinlich muss ich es dunkler sogar noch machen. Das heißt, ich brauche sogar noch hier ein ganz dunkles Blau. Sowas, fast schwarz. Ich wähle das jetzt mal aus. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Und wenn ich dann eine zweite Scheibe reinmache, verdunkelt es dann vielleicht zu sehr. Oh, was hat er jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas gesetzt, ne? Kann ich die mit dem Hammer rausnehmen? Was habe ich denn jetzt da hingebaut? Und wo habe ich es vor allen Dingen hingebaut, ist der Witz, ne? Ich habe es gehört, ich habe irgendwas gebaut. Ist die Scheibe heile geblieben? Ja, die ist heile. Guck mal, die ist auch schön blau, aber wenn ich die hier reinsetze, ist sie eigentlich kaum noch blau. Wenn ich zwei Scheiben reinsetze. Oh, das treibt die Kosten natürlich in die Höhe, ne? Und da brauche ich auch noch Metall. Ah, Moment mal, jetzt mal ganz mit der Ruhe. Ach, wir haben Metall. Okay, und wir haben ja auch einen Amboss stehen, das heißt, wir können Metallplatten bauen. Gut, dass ich das Metall mit meinem riesigen männlichen Gehirn mitgenommen habe, ne? Okay, pass mal auf. Wir sagen mal, wir machen mal Metallplatten. Keine Ahnung. 40 Stück. 40 Stück herstellen. Und jetzt machen wir einrichten. Quatsch, bauen. Jetzt machen wir dieses Glas hier. Das Glas gefällt mir so schon ganz gut. Aber nicht 40 Stück. Erstmal nur nochmal 3. Ich will jetzt nicht zu viel machen. Nochmal 3 Scheiben. Weil ich hatte mal aus Versehen 2 Scheiben übereinander gesetzt und habe dann gemerkt, okay, da lässt sich das ganz gut mit machen. So, jetzt kann ich nämlich hier einfach noch eine rübersetzen. Dann wird das noch ein bisschen matter. Wenn ich jetzt die Farbe nehme, also hier das Blau, dann fizzelt das. Okay, habe ich auch verstanden. Oder geht es vielleicht nur nicht mit dem Pinsel? Ich meine, ich könnte das auch so lassen, aber ich hätte es eigentlich gern noch ein bisschen blau, bläulicher.
Oder wenn ich dahinter, wartet mal, noch mal eine ganz andere Idee. Wenn ich die Fackel hier nochmal abbaue. So. Und jetzt mache ich hier hinter eine blaue Wand. Aus irgendwas. Aus irgendeinem Material. Ich habe, glaube ich, hier irgendwo noch so ganz blöde Platten, die ich mal gebaut habe. Hier die hier. Diese Blöcke. Ja, die Platten behalten wir mal. So, und die nehme ich jetzt mal. Die setze ich jetzt mal hier rein. Aber die mache ich natürlich ein bisschen schmaler. Mache ich sehr schmal. So. Und aber auch sehr hoch. Moment. Hier unten anfangen. Dann zieht es nämlich so hoch. So. Sehr schmal und 5 hoch aber auch. Da. Jetzt habe ich die mal reingebaut hier. Das war jetzt aber Stein. Nee, ich wollte doch die. Nee, Stein wollte ich nicht nehmen. Ich wollte diese Platten nehmen. Die habe ich dann noch drüben. Okay, da rennen wir kurz mal rüber. Moment. Ah, jetzt bin ich hier. Tastenwirrwarr. Rennen wir mal wieder rüber. Das kennt er ja schon, das Hin- und Hergerenne. Holz. Hier, das sind sie. Das sind sie. Gut, dann packe ich die mal ganz beiseite hier, weil sonst nehme ich wieder die, ne? Das kenne ich schon, das ist das alte Spiel. Und es ist schon wieder 12, ne? Die Uhr schlägt schon wieder 12. Es ist jetzt nur ein Versuch, wirklich. Ich will das nochmal ausprobieren. Ich meine, ich könnte hier auch blaue Lichtblöcke hinsetzen. Das würde natürlich auch gehen. Statt diesen Dingern, ne? Wir versuchen es erstmal so. Pass auf, wir versuchen es erstmal so. Ich mache das Ding mal schmal. Und mal auf die volle Länge. So, ist richtig. Und dann setzen wir das hier unten wieder in die Ecke. Zack. Und jetzt streichen wir das Ding mal blau. Richtig grelles Blau. So. Und jetzt setzen wir wieder ein Fenster vor. Ja, das leuchtet ein bisschen blauer. Gefällt mir aber alles noch nicht. Ist alles noch nicht das, so wie ich es mir vorstelle. Okay. Ich weiß, ich habe jetzt 50 Fensterrahmen gemacht, ne? Das ist korrekt. Upsi. Die werden wir schon noch irgendwo für mal verwenden. Dann nehmen wir die Fackeln wieder weg. Da habe ich Gott sei Dank noch nicht so viele von gemacht. Und dann kann man ja auch. Man kann ja auch. Oh wei. Ich wage es gar nicht zu gucken, was das Leuchtmaterial hier. Aluminiumplatten und eine Platine. Okay. Eine Aluminiumplatte und eine Platine. Aber eine Platine braucht. Eine Platine braucht eine Eisenplatte, Aluminiumdraht. Oh Gott, Goldplatten, Wolframdraht. Oh, ist das teuer. Ich werd mal rüberrennen und das mal ausprobieren. Wir bauen eine Platine, da müssen wir aber rüber in die Eisenschmelze. Weil sonst wird das nichts. Wir müssen rüber in die Eisenschmelze, weil da haben wir das ganze Material liegen. Und dann können wir vielleicht so eine Platine bauen. Das heißt, man braucht für jedes Leuchtmaterial so eine Platine. Aber das sollte dann schon ziemlich genial aussehen. Ja. Wenn nicht, mache ich das dann doch mit den Fenstern. Ja, mache ich das mit den Fenstern. Aber Moment mal, was noch eine andere Möglichkeit ist. Ich könnte das auch mit den Fenstern machen. Und einfach statt der Leuchtblöcke oder statt der Fackeln da Lampen hintermachen. Wenn ich jetzt nämlich sage, ich baue mir jetzt mal ein paar Glühbirnen, dafür brauchen wir Aluplatten und Wolframdraht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Material. Wir kommen nicht mit so wenig Material aus. Alu. So, dann machen wir uns Aluplatten. Aluplatten machen wir uns jetzt mal erstmal 10 Stück. 20 Stück, das tut schon immer weh. Alu ist so ein wertvolles Element. So, davon können wir uns jetzt Birnen machen. Dann machen wir uns jetzt mal, was können wir maximal machen? 6 Stück, okay, komm, egal. Das ist der Wolframdraht alle, okay. Und jetzt machen wir uns, bei Einrichtung gibt es ja auch hier diese Lampen. Diese Lampen, die ovalen. Davon machen wir uns jetzt mal
Drei Stück. Drei Stück pro Säule. Das geht auch richtig ins Geld. Das wird richtig teuer werden, der Spaß. Aber hey, es soll ja auch ein bisschen was kosten. Aber dann können wir uns vielleicht die Platinen sparen. Ich fliege jetzt mal wieder zurück. Das geht einfach schneller. Hier mit Turbo. Okay, jetzt sind wir nämlich schon wieder da. Zack. So, Freunde der Nacht. Und jetzt machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir setzen jetzt Lampen hin. Wir machen jetzt noch einfach wieder die Rahmen. Die haben Gott sei Dank noch ihre Größe behalten. Die setzen wir auch so ein bisschen rein. Ne? Das wollten wir ja so machen. Wolltet ihr ja so machen. Dann gehen wir hier hoch. Zack. Und dann gehen wir hier ran. Zack. So, jetzt kommt hier überall eine Lampe hinter. Die haben wir gebaut. Hier. Ich habe euch schon wieder mein Schwert gezeigt. Haha. Ich glaube, da können wir aber tatsächlich... warte mal. Da brauchen wir auch wieder das Gitter, ne? So haben wir zwei nach oben, zwei nach unten. Das passt. Setzen wir hier eine Lampe rein und hier eine Lampe rein. Moment. Stopp. Nicht, dass sie falsch sitzt. Auf der falschen Höhe. So ein bisschen was von Neon jetzt, ne? Also natürlich auch verdammt hell leuchten, das Ganze. Und jetzt sagen wir, wir machen die an, das ist schon richtig, aber wir beleuchten die blau. Dafür müssen wir länger auf die Lampe gehen. Dann gehen wir hier hin. Und jetzt suchen wir uns ein schönes Blau aus. Ein schönes Blau. Vielleicht ganz so ein dunkles Blau, sowas. Wollen wir das mal speichern? Hey, pass auf, wir gehen mal hier auf, einfach drauf und dann haben wir es gespeichert. Auswählen. Boah, das ist fast noch nicht dunkel genug. Und wenn ich jetzt hier so eine Scheibe reinsetze, das gibt's doch nicht. Es ist immer noch nicht blau. Es leuchtet immer noch nicht blau. Ich drehe hier durch. Und die jetzt anpinseln. Ja doch, jetzt... Jetzt kommen wir der Sache näher, ne? Jetzt kommen wir der Sache näher. Allerdings ist mir das immer noch nicht blau genug. Das ist mir immer noch nicht blau genug. So, pass mal auf. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein dunkleres Blau, sowas. Ja, das leuchtet trotzdem nicht blau. Okay, war ein Versuch wert. Also auch diese Methode wird uns nicht weiterbringen. Ich hätte gedacht, das leuchtet echt blauer. Ich hätte echt gedacht, das leuchtet noch ein bisschen blauer. Okay, jetzt wieder zurück. Ich fliege jetzt mal, weil es einfach schneller geht. Wow, das ging jetzt sehr schnell. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Okay, also Idee nicht schlecht, aber erstmal wieder verworfen. Wir müssen uns also tatsächlich eine Platine bauen. Und das war ja teuer, ne? Das heißt, wir müssen gleich mehrere davon machen. Eine Platine, dafür brauchen wir Eisenplatten. Okay, machen wir erstmal Eisenplatten. Wie viele? 10 Stück. 10 Eisenplatten auswählen. Dann brauchen wir Goldplatten. Dafür brauchen wir erstmal Goldbarren. Die sind im Tresor. Der Tresor ist wahrscheinlich verschlossen. Ja. Oh, wir haben ja noch die 100 Gold. Davon müssen wir ja noch... Ach komm, die gehen wir einfach. Nein, ich will die Familie nicht betrügen. Die teilen wir natürlich auf. Stapel aufteilen. Stapel aufteilen. Und das wäre jetzt ja ein Viertel. Das geht dann, bleibt dann hier. Und der Rest geht an die Familie. Das heißt, das hier können wir jetzt verwenden. Wir wollen ja die Familie nicht betrügen, ne? Jetzt machen wir 10 Goldplatten. 10 Goldplatten. Was brauchen wir noch? Aluminiumdraht. Den hatte ich, glaube ich, ja so unverhältnismäßig viel gemacht, aber den habe ich nicht hier. Dann machen wir den dann da, den Aluminiumdraht. Oh Gott, das wird doch alles nichts. Und Wolframdraht. Wolfram haben wir da. Da haben wir den ganzen Draht vorhin aufgebraucht, ne? Bei dem Wolframdraht. So, schaut mal. Wolframdraht. Machen wir jetzt auch mal 10. 10 mal Wolframdraht herstellen. Jetzt müssten wir ja, wenn wir den Aluminiumdraht haben, dann eigentlich auch 10 Platinen machen können. Ich nehme das ganze Kram mal mit einfach. Ist jetzt auch wurscht. Hui. So, Freunde, wieder da.
Ah ja, Rennerei. Also Fliegerei. Ja, ich muss da vorsichtig sein. Mit dem Fliegen ist es ja nicht ganz ungefährlich. So, und warte mal. Ich hatte hier irgendwo, hatte ich hier den Draht hingeparkt. Und zwar drüben, ne? Weil wir hatten ja so unverhältnismäßig viel von dem Aluminiumdraht, also 100 Aluminiumdraht haben wir, glaube ich, gemacht. Aus einer Laune heraus. Und den hatte ich dann irgendwie hier zum Beispiel. Guck mal, hier können wir auch die restlichen Lampen mal mit reinpacken. Die Eisenplatten können wir hier mal mit rübernehmen. Die Fackeln brauchen wir ja dann nicht mehr. Das Glas brauchen wir auch nicht mehr. Die ganzen Rahmen brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal so einen Gebrauchtwarenhandel aufmachen, wo all die Sachen verkauft werden können, die ich so erzeugt habe, die ich aber nicht gebrauchen kann. Nicht Gebrauchwaren sozusagen. Jetzt haben wir den Draht. Da müssen wir jetzt Platinen mitmachen können. Oh, ey, das wird teuer. Das wird so teuer. Da graut mich schon vor. Aber später können wir mal sagen, ey, wisst ihr noch, wie teuer das war? Guck mal, wir können jetzt 5 Platinen machen. 5, da ist der ganze Wolframdraht weg. Alter, 40 Wolframdraht. Oh, ist das teuer. Oh, fuck. Entschuldigung. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten ja hier die Dinger bauen, diese Leuchtmaterialien. Wie viel können wir machen? 5 Stück? Soll ich das machen? 5 Aluminiumplatten. Form auswählen. Dann nehmen wir natürlich diese hier. Okay, wir haben es gemacht. Wir haben 5 von den Blöcken. 10! Wir haben 10 von den Blöcken gemacht. Und das war richtig teuer. Das kann ich euch gleich mal sagen. So, und wenn wir jetzt nämlich sagen, wir setzen den jetzt. Er muss ja nicht so dick sein, ne? Aber er muss hoch sein. Er muss hoch sein. Hoch. Also wir haben jetzt die volle Höhe, aber nicht so dick. Wir können ja hier so 2 reinsetzen. Ne? Wir können ja wieder abbauen und alles. Wir können ja alles machen. So, jetzt haben wir... Oh, guck mal, wie die leuchtet. Die können wir aber eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Ne? So gefällt mir das noch nicht ganz. So. Ich habe die aber nicht zerstört, ne? So, und setzen wir die nämlich so hin. Und da kann man nämlich auch wunderbar die Farbe anpassen. Wenn ich hier draufklicke, kann ich jetzt nämlich sagen, so, das soll jetzt das Blau werden. Auswählen. Ich drehe durch, das ist auch nicht so richtig dunkelblau, ne? Das ist auch nicht das, was wir wollen. Das ist ja genau das gleiche wie beim, ich hätte jetzt gedacht, die leuchtet jetzt so richtig schön dunkelblau. Aber das ist ja mehr so ein Babyblau. Ach, verdammt. Wenn das Blau nehmen. Auswählen. Hä? Oder ist das jetzt, weil das jetzt so... Ich kann die Helligkeit noch reduzieren. Wir sind jetzt bei 25%. 100%. Oh, bam. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen mehr blau, aber es ist immer noch so hell, ne? Und warum haben wir jetzt... Ach, hier ist jetzt eine. Okay. Und eine ist eingebaut, ne? Ach, weil die eine andere Form hat jetzt, oder was? Okay. Vielleicht müssen wir es kombinieren. Oh, ist das kompliziert. Hätte ich das gewusst, hätte ich das jetzt gar nicht in der Folge angefangen. Aber jetzt, ihr seid jetzt dabei, ne? Ihr müsst jetzt durch. Ihr müsst jetzt durch irgendwie. Okay, wenn ich jetzt sage, ich nehme den Block hier. Oder den blauen Block meinetwegen. Jetzt hat er natürlich die Form nicht beibehalten. Zieh ihn jetzt voll hoch. So, bis in die Ecke rein. Und mach den jetzt vielleicht sogar. Noch ein bisschen breiter? Ne, höher geht ja nicht mehr, aber breiter geht noch. So, jetzt haben wir hier die volle Leuchtkraft, ne? So. Jetzt donnere ich den da rein. Und wenn ich da jetzt die Scheibe vorsetze und da noch eine blaue Scheibe reinmache, da muss es doch richtig dunkelblau sein, oder? Ich muss noch was essen. Das ist nicht nur sauteuer, was ich hier vorhabe in meinem Projekt, sondern auch, es kostet auch echt Nerven. Wo hatte ich das hingepackt? Hier. Da ist das und die Dinger. Okay, alles klar. Alles klar, Freunde. Es ist eine Herausforderung.
So, wenn ich jetzt säge, ich sage jetzt hier, setze ich jetzt diese Scheibe rein. Jetzt kann ich die schon wieder anpassen, weil die nicht mehr von der Breite her passt. Also volle Länge. Volle Länge. Und etwas schmaler, bitte. So. Aber guck mal, die geht jetzt hier bis ran, ne? Sogar schon überran. Das heißt, wir müssen den Block hier nochmal abreißen. Da ist er, Gott sei Dank. Also er ist nicht weg, das ist schon mal viel wert. Und er ist ja echt so ein bisschen babyblau. Als hat er die Länge wieder nicht. Okay. Dann machen wir ihn einfach jetzt nur mal so hoch in die Ecke rein. Und jetzt machen wir nochmal 1, 2 breiter. So. Und jetzt setzen wir das Ding hier hin, ne? Hatten wir gesagt. So, guck mal. Und dann, ach ne, wir müssen ja gar nicht vor der Länge, wir müssen ja nur 4, ne? Hatte ich gesagt. Auch das hintere Teil muss auch noch 4 hoch werden. Ah, Mist. Auch nochmal weg. Pem. Es macht Spaß, weil immer die Funken fliegen, ne? Wenn die Funken fliegen. Jetzt können wir das hier sogar 1, 2, 3 raussetzen. Und die Höhe wäre jetzt 4. Muss ich jetzt gucken, so ist 4 hoch. Okay. Das müsste ja dann hinkommen von der Höhe, ne? Ja, machen wir erstmal nur den einen. Es dauert jetzt alles heute ein bisschen länger, ne? Das sehe ich auch so gerade. So, dann ist das noch schön eingerahmt. Der muss auch noch 4 hoch werden, sagte ich doch. Tschu-tschu-tschu-tschups. Aber man muss ja später das Gesamtkonstrukt dann sehen, ne? Das ist ja auch entscheidend. Okay, der darf nur 4 hoch sein. So, 4. Yes, und da ist die blaue Scheibe rein. Da muss es aber. Was? Die hat er jetzt automatisch da reingesetzt, ne? Das leuchtet schon blauer, auf jeden Fall. Nee. Die blaue Scheibe hier, die hier. Die kommt weg. Da hat es eine blaue Scheibe rein. Dann haben wir ein. Ja. Guck mal, ich habe die hier unten hingesetzt. Das ist etwas blauer. Wenn ich jetzt sage, das ist mir immer noch nicht blau genug, straft ihr mich dann? Wahrscheinlich, ne? Oh. Schwamm. Moment. Radieren. Was haben jetzt gemacht? Jetzt ist es ja ganz. Ach, es hat den Rahmen blau gestrichen, deshalb. Was ist denn jetzt los, bitte? Moment. Freunde, Freunde in der Nacht. Ich habe doch hier eine blaue Scheibe reingesetzt, ne? Die ist dann so. Ist eigentlich schön blau, kann man sagen. Und wenn ich da jetzt diese blaue Lampe hinterpacke, vielleicht darf ich die nicht so weit aufdrehen, die Lampe. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung, dass ich die nur. Ja, gut, es ist wieder hier, ne? Das alte Spiel. Die machen wir jetzt wieder nur 4 hoch. So. Und bis ran. So, und wenn ich die jetzt ein bisschen runterschraube von der Leuchtkapazität auf 25% meinetwegen. Auf 25, auf 10%. Okay, dann ist es schon etwas besser. Das Dunkel habe ich schon ausgewählt, ne? Oder das hier auswählen. Ist schon etwas besser. Und wenn ich da jetzt noch die Scheibe reinsetze, dann leuchtet das relativ zart babyblau. Gucken wir mal von Weitem. Müssen wir vielleicht mal warten, bis es dunkel wird, ne? Vielleicht müssen wir warten, bis es dunkel wird. Okay, ist erstmal ein Versuch.
Finde ich eigentlich schon ganz cool. Könnte aber noch ein bisschen besser sein schon. Also ich hätte es mir ein bisschen dunkler vorgestellt. Es gibt ja auch nichts. Warte mal, wenn ich das sage, einfügen. Zack, dann macht er das auf jeden Fall. Das leuchtet natürlich richtig krass hell. Das ist klar. Nehme ich mir hier die Lampen raus, mache dann noch eine. Zack, oben drauf. Und dann reicht es von der Höhe genau. Ja, alles klar. Jetzt müssen wir die natürlich alle einzeln noch umstellen, ist klar. Auf ja dunkel, ich kann auch sagen ganz dunkelblau, ne? Fast schwarz. Ja. Dann ist das schon ziemlich heftig. Ganz dunkelblau auswählen. Es bleibt, egal was man macht, es bleibt so ein Babyblau. Das ist ja ein Ding, ne? Ja, heute für den Dienstag kann man das schon mal machen. Einfach mal so eine Folge, wo man mal zeigt, auch wie anspannend doch die Rising World sein kann. So, jetzt setzen wir noch die Scheiben davor, damit das noch ein bisschen dunkler blau wird. So. Die Sonne steht noch im Himmel, deshalb sieht man noch nicht, ob das gut aussieht. Wir lassen das jetzt mal so und dann warten wir einfach mal, bis die Sonne untergeht und gucken mal, was daraus wird. Das ist auf jeden Fall der größte Aufwand bisher hier für die Blaupausen-Arena. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach blauen Stein reingesetzt hätte, würde das sogar noch besser wirken. Aber mal gucken, wie das nachts aussieht. Wir gucken es uns einfach mal an, wie es nachts aussieht. So viel Zeit muss sein. Ich habe hier das Regal. Seid ihr noch da? Noch nicht alle eingeschlafen. Ich habe hier immer das Regal fertig gebaut. Da können wir dann die Materialien einsortieren. Und natürlich müssen wir auch die anderen Wände hochziehen. Aber ob das sich hier durchsetzen wird, da bin ich noch nicht ganz sicher. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich hätte mir gedacht, dass wir hier hinten, hier, vielleicht noch was hinbauen. Dass wir hier noch ein bisschen weiter reingehen in den Fels. Weil ich werde hier auf jeden Fall die Ecke mit den, also die Arbeitsecke sozusagen hinmachen. Und hier vielleicht so einen Bereich mit der Papiermühle. Dass wir das hier auch gleich noch mit unterbringen. Dass wir die Papierwerkstatt hier auch gleich noch mit einfügen. Weil Papier braucht man ja. Ne? Das ist ja so bei so einem Gebäude ganz gut. Und innen müssen natürlich auch noch Mauern hin. Das heißt, wir müssen diese Mauern, die wir jetzt hier ausnahmen, die müssen natürlich auch innen noch weitergezogen werden. Das heißt, wir würden dann hier auch rübergehen. Jetzt habe ich gerade mir überlegt, ich habe ja die Skalierung auf 2, ob das was noch ausmacht, auch eventuell. Wegen der Skalierung. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch die Mauer rumziehen. Zack und zack. Nee, mit der Skalierung hat das, glaube ich, nichts zu tun, oder? Ich glaube es mal fast nicht. Und hier werden wir auf jeden Fall dann auch noch den hier machen. Also keine Angst, nicht als Decke, sondern so. Ja, dass wir diesen Bereich hier einmal abgrenzen, ne? Weil diese Bereiche hier rechts und links, die sollen ja nicht ganz so hoch werden wie der in der Mitte. Das heißt, wir könnten dann hier schon mal den hier machen. Damit wir hier heute auch ein bisschen was schaffen, ne? Und eigentlich könnte ich ja den hier schon ganz rüberziehen. Ne, das geht nicht. Doch, ich könnte es auf die ursprüngliche Art und Weise machen. Ich könnte sagen, ich fange mal hier an. Und ja, ich verbrauche hier extra so viel Steine. Das hat alles seinen Sinn und Zweck. Oh, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt wird es auch langsam für uns dann interessant, wie das Ganze dann aussieht bei Nacht. Wenn es nicht gut aussieht, kennt da, reißen wir es wieder ab und machen es neu. So, ich glaube, hier haben wir schon die richtige Höhe. Dann können wir jetzt hier sagen, wir gehen hier runter und ein nach vorne. Oh, der hat uns beiseite geboxt, aber nicht so richtig. Dann gehen wir hier rüber oder können auch sagen, wir gehen so und hoch. Dann geht das ja schnell, ne? Dann kann man da relativ schnell bauen. Also die Dienstagsfolge wird auf jeden Fall immer eine Baufolge bleiben. Aber ich setze mir immer Regeln, die ich dann selber am allerliebsten breche auch mal. Hier gehen wir natürlich dann rüber. So. Für die Haupthalle, ne? Genau. Und, guck mal. Guck mal. Wenn es dunkel wird, sieht es schon cooler aus, ne?
Wenn es dunkel wird, sieht es schon richtig gut aus. Aber hört mal, ich habe doch die untere Säule, habe ich auf 25% nur Leuchtkraft gesetzt. Wenn ich die jetzt höher setze, warte mal, jetzt können wir es ja nochmal direkt ausprobieren, wenn wir jetzt schon mal hier sind. So, die müsste jetzt ja auf 25% stehen, richtig? Ne, auf 10. Wenn ich die auf 100 setze, ist gar nicht so ein Riesenunterschied, ne? Das hier mal durchprobiere. So wird es halt dunkler. So wird es halt einfach nur ein bisschen dunkler. Ja, nee, das war uns ja zu. Nehmen wir hier die ganz dunkle Variante auswählen. Da muss ich aber die Leuchtkraft wieder ein bisschen hochsetzen. Auf 50% vielleicht. Ich glaube, so mit 50% sieht das schon ganz cool aus, ne? Mit 50%. Und sieht das so besser aus? Also, ne? So? Oder sieht es mit der Scheibe davor besser aus? Und wenn ich die Scheibe, warte mal, ich kann die Scheibe ja auch noch, wenn ich jetzt hier mal auf skalieren gehe, zweifach auf normal skalieren, Standard. Ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, ne? Aber ich finde, so sieht das schon ganz cool aus. Auf 50%, genau. Warte, ich nehme die mal raus. Also im Dunkeln hat sie ihre Wirkung, ne? Ist ja klar. Tagsüber kann das ja auch gar nicht so wirken. So, und so. Na, das sieht schon cool aus. Das sieht schon cool aus. Achso, ich wollte die auf 50 nehmen. Ich glaube, auf 50 ist besser, ne? Hatte ich ja gesagt. 50% Leuchtkraft. Und später wird das Gebäude dann halt erstrahlen, Freunde, erstrahlen. Aber es ist halt sauteuer, wir brauchen unglaublich viel Ressourcen dafür. 50. Und hier auch 50, ne? Genau, auch 50. So, und das ist jetzt mal eine Folge gewesen, wie Rising World oftmals ist einfach, dass man da wirklich dann stundenlang rumprobiert, ehe man dann sowas rausfindet. Ja, es sieht schon cool aus. Leuchtet jetzt nicht so. Da war noch eine Einstellung, aber dann muss ich die Scheibe wieder rausnehmen, natürlich. Klar, Logo, Logo. Die hier ist einfach nur an und aus, ne? Ja. Da gibt es auch keine Effekte oder so. Und wenn ich das noch heller mache, auf 75%. Ne, ich glaube, 50% ist die ideale Wahl. Das ist schon ganz cool. Das gefällt mir schon ganz gut. Leuchtet jetzt nicht so hell. Also es leuchtet hier zum Beispiel jetzt nicht auf die Straße oder so, ne? Ich mache noch mal eine Seite. Mache ich jetzt noch mal mit der anderen Beleuchtung. Also mit den Fackeln, wie wir es am Anfang hatten. Und dann gucken wir uns das noch mal. Oder mit den Lampen. Dann gucken wir uns das noch mal nachts an. Aber ich finde, das sieht schon ganz geil aus. Wenn ich jetzt mal weiter weggehe. Jetzt mitten in der Nacht. Wenn man sich da jetzt das ganze Gebäude mit vorstellt. Auch oben und so. Ich denke mal, das wirkt schon ganz gut dann. Okay, Freunde. Ja, wir haben nicht viel geschafft. Wir haben heute nicht viel geschafft. Aber es war, finde ich mal, ganz interessant, mal mit diesen einzelnen Beleuchtungsarten einfach mal rumzuexperimentieren. Und ich sage nun von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron aus der Rising World Altarion.